Mahlzeit, ihr Schlawiner, Knochen hier. Heute fahre ich den T25. Amerikanischer Panzer, ordentliches Krawallmachergerät. Bisher lief es ganz gut. Bin jetzt dritte Mal fahre ich den jetzt. Also heute. Ich habe ihn natürlich schon vorgefahren. Ich habe ihn erst gekauft und jetzt reingesetzt. Das ist natürlich klar. Und was ist da los? So einfach umfallende Bäume irritieren mich irgendwie, verunsichern mich. Aber ich glaube, das war der Kollege vor mir hier. Und ich finde auch, dass ein ziemlich cooler Panzer ist. Also so rein von der Optik her sieht er richtig geil aus. Also besser als der Kühlschrank da vorne. Klar, Tiger auch eine schöne Sache, aber trotz allem, der T25 ist eine richtig hübsche. Außerdem sieht, ist ja weitaus flacher. Der Aufbau ist nicht so hoch. So. Jetzt zeigt dir. Ich muss was reißen. Oh, da ist schon was. Die hinter diesen Felsen verstecken. Das ist ein Panzerjäger. Scheiße, im M18 sind wir da. Was? Okay, sie haben mich bemerkt. Ich meine, auch im AB muss man auf einiges achten. Das Blöde ist natürlich, dass hier wird viel inflationärer gespielt. Wenn man es ganz genau nimmt, weil die Leute sich denken, ey, wenn ich einen Panzer verliere, habe ich ja noch zwei weitere. Weil Flugzeugen ist ja noch schlimmer. Oh, scheiße. Dreckspanzerjäger. Aber okay, so schnell kann er nicht schießen, wenn ich mich recht entsinne. Obwohl, aber das könnte der andere gewesen sein. Kacke, überleben! Ja, auf jeden Fall, wir hatten vorhin gesagt, die Asen rum. Das heißt, da wird einfach schön auf Abschrotten gespielt und also nicht allzu viele Spieler versuchen wirklich so lange wie möglich auch im AB ihr Fahrzeug zu behalten. Die meisten kommen an so einen Punkt, wo sie denken, rein da oder jetzt fahre ich vor, ist mir egal. Aber ich hätte ihn doch schon gerne noch ein Weilchen. Oh ja. Das wäre wirklich ein perfekter Schuss. Und hier hört man auch richtig, dass Kraft hinter ist. Das höre ich zum Beispiel bei den Briten nicht. Das klingt alles so, als würden die so rausgespuckt werden, einfach nur die ganzen Geschosse. Das klingt so dumpf, so matschig. Da ist jetzt nichts. Also ich weiß, dass da noch welche sind. Da müssten noch welche sein. Motor an, Swifty! Geh auch mal kurz in die Luft. Sind wir alleine? Nee, da ist noch wer. Und noch einer. Wo sind die Brüder? Da. Kamil, ein polnischer Bruder. Stirb, stirb, stirb und aus dem Wrack raus. Warte mal, der stand doch auch da vorne. Da wo ich die ganze Zeit drüber gucke. Ja, ansonsten mache ich halt noch eine Runde. Ich habe keine Gutscheine. Jetzt bin ich da. Ey, das ist auch ein T25. Keine Gutscheine für den Panzer jetzt hier. Stirb, Mann. Stirb. Eigentlich dauert das jetzt alles schon zu lange. Das Blöde ist auch, ich bin mit meiner Seite zu den anderen Panzern gerichtet. Ja, da. Kacke, Mann, geh ein. Oh, das ging daneben, das ging daneben. Schnell zurück. Aha. Ja, Glückstreffer, ne? Wie mal sagen. Noch eine weitere Runde. Weiter geht's. Immer noch mit dem T25 unterwegs. Jetzt hier im Dschungel. Oh mein Gott, ey, ich hoffe, das läuft jetzt hier wenigstens etwas besser. Ich meine, gut, was soll ich sagen? Ich habe über 4 Minuten überlebt. Das ganze Match ging, glaube ich, knapp 9. Also ungefähr die Hälfte davon war ich mit dem T25 unterwegs. Einfach zu abgeschossen, ein Panzer hinweggefegt. Oh, hier ist ein Dschungel, gerade wenn wir hier starten. Weil von der anderen Seite das ganze Gesocks sich da vergammelt, verschanzt und vor sich hingammelt. So. So wird ein Schuh draus. Und ich denke, jetzt wird uns gegenüber auch gleich einer liegen. Die haben da bessere Möglichkeiten, finde ich, als wir von hier oben, zumal die in die Wanne schießen können.
Das ist mir alles schon passiert. Ich habe das alles schon erlebt und nicht nur einmal. Gerade von hier. Aber die Käppen schon. Scheiße. Da. Wusste ich's doch. Oh Mann. Das war nix. Gleich zurückfahren hier, sonst ist Feierabend. Mal vorsichtig vorfahren. Kein Bock mich hier zu... Oh ja, geht schon los. Da muss man wirklich schnell genug reagieren. Und das fehlt hier manchmal. Ich meine, ich bin ja auch nur ein Mensch. Aber ich bin ja auch nicht der Einzige, bei dem es mal nicht klappt. So, ich glaube nicht, dass er jetzt erstmal vorkommt. Das sieht aus wie Spaghetti, die rüberfliegen. Der Kollege wird hier richtig hart angenommen. Aber er lebt noch. Scheiße, fällt auf die Zwiebel. Das wäre jetzt nochmal, hätte ja klappen können. Dass er immer noch am Leben ist, da. Sein T-Shirt. Kein Treffer bisher. Wahnsinn. Der Typ rechts, der kriegt so die Fresse hier neben mir. Ich muss irgendwann mal vor, das geht so nicht weiter hier. Und ich weiß, dass AB ist und dass ich noch Panzer hätte. Ich will aber diesen Panzer nicht verlieren. Also ist man halt vorsichtig. Ich sehe da ja auch nichts Schlimmes dabei. Warum soll ich immer gleich vorfahren? Hier Geronimo-Style wie ein Irrer und dann mich als erster wegschießen lassen. Letzten Endes krieg ich ja auch nicht bezahlt hier, ne? Wenn ich hier rumstehe, stehe ich halt rum. Und lande dementsprechend, Entschuldigung, weiter unten in der Wertung. Wie gesagt, jetzt rüber hier. Schön durch den Modder. Bremsen lassen. Ehrlich. Hier geht irgendwie gar nichts. Ich könnte jetzt hier hoch, das habe ich auch schon, aber tut mir auch mal eins auf die Glocke. Ich muss wirklich sagen, ich achte wirklich auf viele Sachen, auch wenn es einem nicht so vorkommt, aber ich achte zum Beispiel viel darauf, ob der, der mir gegenüber ist, mein eigentliches Ziel, ob der schießt und oh shit. Echt nochmal Glück gehabt. Echt nochmal Glück gehabt. Ich glaube, das war der auch. Der war langsam die Faxen dicke hier. Weil das ist eine KI. Dann kann man mitnehmen, warum auch nicht? Oh, scheiße. Ja, KV-85, ich werde bekloppt. Ja, immerhin habe ich das Glück und kann auch zurückfahren hier. Erstmal reparieren. Okay, das geht schnell. Ja, ich achte halt darauf, ob hier und da einer schießt. Kritischer Treffer, immerhin auch nur ein KI. Also ob mein Gegenüber geschossen hat, sonst würde ich nicht vorgehen. Oder ja, ob neben mir einer dann plötzlich in Flammen aufgeht oder so. Also ich gucke wirklich oft, wie es um mich herum aussieht, weil ich dann weiß, da fahre ich eher nicht hin. Erstmal. Stirb. Dieser verkackte KV-85 ist auch noch da. Und meine Mannschaft hat schon ganz schön beschädigt hier. Ich will die natürlich jetzt nicht einfach opfern hier. Ich befürchte, wenn ich jetzt vorkomme, schnappt mich der KV-85 weg. Das sind so Typen, die warten natürlich einfach der ewig. Und nehmen einen, die ganze Zeit zielt das Rohr schon in diese Richtung. Hol ich das mal ihm vor hier. Der will nicht vor oder was? Und ich glaube, warum mache ich das? Warum schieße ich? Diese verkackten Panzerwracks. Wahrscheinlich, weil ich noch gewohnt bin, dass irgendwann mal 1700 Blumenkohl das noch möglich war, da durchzuschießen. Ich verstehe auch nicht, warum diese scheiße Wracks nicht verschwinden. Das tun sie doch sonst auch.
Ne, so wird das hier nix. Oh shit. Ich weiß, dass das nicht sonderlich gut gezielt ist hier, aber ich habe gar nicht die Zeit irgendwie. Ich habe nicht mal die 32 Sekunden vernünftig zu justieren da. Ich muss einfach sofort das Vorfahren schießen und dann wieder weg. Verständlicherweise, ne? Ich glaube, das brauche ich nicht extra erwähnen. Dann kriege ich ja noch einen Flugzeugkill hier. Oh, komm. Naja, war auch schon mal leichter, die abzuschießen hier. Ah, mein DDR-Junge, ja. Was ist das denn? Der hat mich doch nicht gekillt mit der Flakpartzelle, war ganz woanders. Ah, ich verstehe es. Scheiße.